Hallihallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Jetzt gehe ich raus, damit ich wieder reingehe. Das habe ich schlau gemacht, ne? Hier ist es aber auch herzlich dunkel hier drin, ne? Huh? Ja, gut, müssen wir auch noch nachbessern. Wo ist mein Brot? Da ist mein Brot. Brot! Jetzt muss man erstmal was essen hier. Weil sonst könnte das Ganze ein bisschen problematisch werden. Jetzt schauen wir mal. Werkzeug. Warum war mir das so klar, dass ich in meiner Werkzeugkiste keine normale Schaufel mehr habe? Rohes Fleisch. Im Stoff ist da noch welches drin? Nee. Meine Hunde sind auch alle weg. Irgendwie ist alles weg. Ich brauche ein Eisen, weil ich brauche Schaufel. Nee, nicht so viel. 7. Dann brauchen wir Stickies. Das heißt... Alter Leute, das sind Türen, die kann man leise auf und zu machen. Das muss man nicht so laut machen. Hallo. Das erzähle ich der Mama. Dann schimpft sie. Die, gut, die kann auch so schimpfen, von daher. Ja, hallo Mama, falls du zuschaust, du weißt, wie es gemeint ist. Entschuldigung. Ja, meine Mama hat mich in Facebook aufgenommen. Die teilt aber fleißig meine Videos. Sie meint, das könnte mir helfen, dass das andere Leute sehen. Ich bezweifle, dass die Leute, die sie in ihrer Gruppe auf Facebook hat, dass die meine Let's Plays angucken. Und wenn ja, dann, ja, schön. Mei. Dann ist es halt so. Was gibt's denn zu erzählen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe so viel vor. Ich bin ja schon so stolz auf mich, dass ich es heute endlich mal geschafft habe, mir ein Eis zu kaufen. Weil ich mir eingebildet habe, dass ich ein Eis will. Mhm. Ja, yummy, yummy. Bananasplit. Also so wie von Apple War, nur anders. Auf alle Fälle ist das eine Errungenschaft. Hey, ich habe mir Eis gekauft. Ja, wobei bei mir ist ja das leidige Thema Abnehmen immer da. Abnehmen muss ich sagen, ich kann es. Aber ich kann es auch gewaltig versemmeln. Das finde ich so genial. Also manchmal klappt es wunderbar, da sind dann ratzfatz 10 Kilo drunten und dann klappt es so gar nicht. Da schaffe ich auf Monate gar nichts. Ja, aber mei, das sind halt diese Frauenprobleme, ne? Mit der Abnehmerei und so weiter. Das kennen wir ja irgendwoher. So, jetzt schauen wir mal, wie groß haben wir den ganzen Schmarre jetzt hier schon. Was ich ja so genial finde, ist, man erkannt, wenn man hier so steht, dann weiß man nicht, wo jetzt der Sand aufhört und wo die eine Ebene aufhört und die nächste beginnt. Das ist ja auch immer so genial. So. Jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen was lang. Damit es einigermaßen ausschaut. Nein, du kehrst da nicht hin. Ich habe mir vor langer Zeit die Mühe gemacht und wollte ein Texture Pack erstellen. Zusammen mit meinem Partner. Das war eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Wobei, was ich ganz lustig fand, dass wir uns bei manchen Texturen einfach sowas von verschieden... Ja, wir waren so verschieden und so uneinig. Was er unter Cobblestone verstand, war für mich nicht schön. Und umgekehrt. Wobei es jetzt nicht so ist, dass wir zu streiten hätten angefangen. Aber wir haben halt einfach verschiedene Meinungen gehabt. Was aber eigentlich auch ganz witzig war zu beobachten. Und da gab es so ein Tool dafür, das man benutzen konnte, um Texture Packs zu machen. Gab es so einen Editor dafür. Nur das Problem ist an dem Editor... Der geht seit der neuesten Version einfach nicht mehr. Das ärgert mich zierisch. Denn ich hätte mich echt gerne nochmal hingesetzt und hätte mich an einem Texture Pack versucht. Gut, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist strategisch ungünstig. Ich sollte eher von der anderen Seite beginnen. Hier beginnen. Nee, mich ärgert es eigentlich. Denn ich hätte schon gerne mal selbst eines erstellt. Natürlich, ich weiß, wenn eine neue Version rauskommt, ist das immer so eine Sache... Dann muss man wieder dahinter sein, das alles umzuändern und so. Ja, das ist natürlich okay, das sehe ich schon ein. Aber so vom Grundprinzip her einfach so mit seinem eigenen Texture Pack zu spielen. Denn wir zum Beispiel hier mit diesem Texture Pack, ich meine, ich könnte jetzt rein theoretisch Herrn Sommer anschreiben, ob das für den okay ist. In der Regel ist es ja auch okay. Ich finde den Glowstone schrecklich. Mir gefällt er einfach nicht. Ach, was mache ich? Dann kann ich auch gleich weghauen. Mir gefällt er einfach nicht. Und ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich dann so eine Sache. Was machst du denn dann? Du kannst jetzt eine andere Textur reinklatschen. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht sogar noch Custom Texture. Wie sagt man da? Ja, hast du halt noch andere drinnen, ne? Aber,
wie sagt man jetzt da? Andere Texturen, ja, halt diese zum Austauschen halt. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Glaube ich zumindest. Das mag ich auch immer so ungern. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, dass das eigentlich bisher das Texture-Pack ist, das mir am meisten gefallen hat. Also, nichts gegen Honey. Honey hat ja Künste ohne Ende. Die macht auch wirklich geniale Texture-Packs. Aber irgendwas gefällt mir an denen nicht so 100%. Was ich halt an diesem Texture-Pack so mag, ist, weil es in meinen Augen ziemlich realistisch ist. Das gefällt mir halt ganz, ganz toll. So, jetzt kommen wir nach Erde. Wer hat dir erlaubt, dass du da in eine zweite Ebene gehen darfst, du Softzock, du Elendiger? Mei, was ich zu fluchen anfange in meinem Let's Play. Ist ja auch nicht mehr feierlich. Sollte ich mir mal abgewöhnen. Eigentlich nicht so meine Art. Aber gut. Passiert. Da die jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Ich habe heute... Das Schlimme ist, ich könnte labern. Aber ich weiß nicht mehr was. Ha! Beste Voraussetzungen für ein Let's Play. Nicht. So. Ja. Was ich ja ganz, ganz krass finde. Und eigentlich muss ich mich ja entschuldigen. Denn ich habe jetzt, ich glaube, das letzte Abonnenten-Special war bei 500 Abonnenten. Und jetzt habe ich 800. Seriously? Ja, scheinbar. Auf alle Fälle habe ich dann immer nur so schnöde Feeds jetzt rausgehauen. Und ja, eigentlich bin ich ja schon ein Mensch, der gern mal ein Special oder so bringt. Das Ganze geht halt im Moment so unheimlich schnell, dass ich schwer jedes Monat oder alle 1,5 Monate ein Special bringen kann. Denn wenn man jetzt mal so sagt, ich habe jetzt auf 4 Monate? Nicht mal 4 Monate über 800 Abonnenten gebracht. Dann kann ich innerhalb von 4 Monaten 8 Specials rausbringen. Das ist ja... Ja, wenn ich mir das wieder so in Erinnerung rufe, dass das jetzt nur 4 Monate sind, dann frage ich mich echt, was kaputt ist. Ja, also ja, es braucht jetzt keiner kommen, was heißt, das hört sich jetzt falsch an. Also es ist jetzt nicht böse gemeint. Also ich finde es toll, wenn jetzt die Leute kommen und sagen, hey, du machst gute Let's Plays, es gefällt mir und so weiter. Mag sein. Muss nicht sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, speziell die letzten Minecraft-Folgen war ich der Meinung, dass sie schrottig waren. Mich hat es gewundert, dass die Leute sich das anschauen. Auf alle Fälle, was sollte ich jetzt sagen? Ja, ich finde das schon krass, wenn man sagt 800, das ist... jetzt hör du auf und erwähnt zum Kratzen, Scheißkatz. Nein, ich habe meinen Kater lieb. Ja, ich finde es halt nur, wenn man es bedenkt, halt, dass das wirklich theoretisch so weit kommen könnte, dass da plötzlich irgendwann die 1000 da steht, also das ist... Manchmal macht es mir schon ein bisschen Angst. Geht der eigentlich auch irgendwann ins Bett? Ja, ich denke schon. Dass die jetzt ins Bett gehen. Oder? Ja, gehen sie. Okay. Nee, also manchmal macht es mir fast ein bisschen Angst, weil ich mir denke, wo führt das Ganze eigentlich hin? Was passiert noch alles? Und ja, ich finde es gigantisch. Aber ich finde es ja toll, dass ich gar keinen Druck habe. In dem Sinne von, ich müsste irgendwas machen. Ich müsste irgendwas schaffen. Also, ich muss auch ganz sagen, was ich unheimlich krass finde, wenn ich so bei anderen Let's Playern schaue, gut, manchmal kann ich die Reaktion nicht nachvollziehen. Also, ich möchte jetzt keine Namen nennen und wenn die Person das hören sollte, möchte ich auch nicht, dass sich die Person verurteilt fühlt, weil jedem das seine. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die sperren andere, weil sie Erster als Kommentar schreiben. Jetzt meint er, die weicht jetzt voll vom Thema ab. Nee, Ich finde es halt erstens schon mal krass, dass mir sowas eigentlich so gut wie gar nicht passiert ist. Die Zeiten waren mal, dass Leute Erster geschrieben haben. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wieso muss man die sperren? Na und? Ja, natürlich, theoretisch könnte man sagen, ja, Fremdwerbung, bla bla bla. Das sind die Leute, die nur schreiben, um Werbung zu machen. Das könnte ich auch behaupten, wenn ich einen Kommentar bekomme, schöner Part, freue mich auf den nächsten. Und das bekomme ich auf den letzten Part vom Let's Play. Da könnte ich auch sagen, es war nur Eigenwerbung. Kommentar, der aussieht wie ein Kommentar und in Wirklichkeit ist er nur da, um einfach namentlich drunter zu stehen. Könnte ich jetzt auch sagen. Ja, aber was ist das Problem? Jetzt können natürlich viele sagen, ja, meine Videos sind nicht da, damit andere da drunter ihre Werbung machen. Ja, das ist schon richtig, aber Leute, wie heißt das scheiß Wort jetzt? Das ist Traffic. Jeder Traffic unterm Video zählt und das ist auch das, weswegen ich mich doppelt über die Kommentare freue. Ich freue mich nicht nur darüber, dass mir
was ihr mir geschrieben habt, dass ihr mir so tolle Kommentare schreibt, dass ihr mir Tipps gibt und so weiter. Und ich freue mich erst recht, dass überhaupt ein Kommentar da ist, weil jeder Kommentar ist Traffic und das finde ich genial. Und von daher, ich weiß nicht, was manche Leute so streng sind. Und was ich ja auch manchmal krass finde, ist, wenn dann die Leute irgendwo einen Kommentar schreiben und dann kommt der Kanalbetreiber und sagt, ja, unterhalten wir uns am besten per Message weiter, damit wir das Video nicht voll spammen. Muss denn das sein? Ist ja wurscht, solange ich nichts zu verbergen habe, knall ich die Kommentare und das unterm Video zu, das ist doch mir scheißegal. Ist doch schön, wenn da ein paar Kommentare stehen, ist doch super. Ich weiß nicht, warum manche Leute so streng geworden sind. Keine Ahnung, kann ich nicht verstehen. Wobei, nochmal gesagt, ich will nichts verurteilen. Nee, aber da muss ich schon sagen, dass ich es halt schon auch irgendwo krass finde, dass ich von solchen Dingen ziemlich verschont bleibe. Von so schwachsinnigen Kommentaren und von so übermäßiger Werbung. Und was ich auch ganz krass finde, ich habe zwar meine Daumen nach unten, die jetzt im Moment wieder weniger werden. Danke, liebe Downvoter. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt wirklich konstruktive Kritik waren. Wobei, kann man Daumen nach unten als konstruktiv bezeichnen? Eigentlich nicht. Nee, aber ob das wirklich berechtigt war, dass der gesagt hat, das Video gefällt mir nicht, oder ob das jemand war, der sich gedacht hat, ah, ich halte jetzt mal. Das weiß ich ja nicht und ich will das auch niemandem auferlegen. Das finde ich schon cool, dass es zurückgegangen ist. Aber ansonsten, das ist eigentlich schon alles. Ich habe immer wieder mal diese Phasen, wo ich ziemlich viele Daumen nach unten bekomme. Aber das war es dann auch schon. Solche Hater-Kommentare, sowas bekomme ich gar nicht. Und das muss ich sagen, das verwundert mich teilweise fast ein bisschen. Aber es macht mich auch stolz. Und zwar stolz, nicht in dem Sinne von, oh, ich habe so einen tollen Kanal, sondern, ey, ich habe eine geniale Community. Und was ich auch ganz, ganz genial fand, was glaube ich für eine Scheiße, vermutlich interessiert es euch aber gar nicht. Ja gut, vielleicht doch. Ich hatte auf meiner Facebook-Fanpage mal jemand, beziehungsweise der hatte vorher schon angefangen, unter Videos von mir irgendwelchen Scheiß zu schreiben. Es war irgendwelcher Schwachsinn. Es ist Schwachsinn gewesen einfach. Schwachsinn halt. Und, ja, dann, das kam, fing unter dem Video an, da kam halt ein bescheuerter Kommentar und dann, mei, dann habe ich halt dann blöd geantwortet und habe den Kommentar gelöscht und den User blockiert. So mache ich es immer, ich schreibe erstmal einen blöden Kommentar dazu. Sowas wie ich liebe diese inhaltsschwangeren Kommentare, sowas schreibe ich gern zurück. Ja, wieso auch nicht. Jedenfalls habe ich den dann zurückgeschrieben und blockiert. Und ja, vielleicht so 2 Stunden später hat sich der so richtig schön auf meiner Facebook-Fanpage ausgetobt und hat unter mehrere Videos, das ist mein Zimmer, unter mehrere Videos was gepostet. Also unter mehrere Video-Anzeigen auf Facebook. Und ich hatte da wirklich so ganz liebe Leute von meinen Fans, die hergegangen sind. Fans, das hört sich so doof an. Oh Gott, ich habe keine Fans. Das sind Zuschauer. Und haben die einfach als Spam markiert. Dann waren die alle weg. Und das fand ich ganz, ganz toll von den Leuten. Das fand ich gigantisch. Da merkt man mal, wie toll die zu einem helfen. Was ich jetzt meinte mit, ich habe keine Fans, sondern nur Zuschauer, das ist einfach, ich finde den Gedanken befremdlich, sowas wie Fans zu haben. Ich finde, es hört sich so abgehoben an in meinen Ohren. Also, deswegen bin ich auch immer wieder so verwundert, wenn ich so Messages bekomme wie, ja, Julia, darf ich dich mal auf der Gamescom treffen? Wo ich mir denke, was bitte? Ja, klar, gern, wieso nicht? Aber ich denke mir dann immer, wieso mich? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich, keine Ahnung. Das verwundert mich manchmal. Mag vielleicht an meinem komischen Selbstbild liegen. Ich mag mich nicht, das gebe ich auch ehrlich zu. Ich mag mich gar nicht. Wobei, eins muss ich sagen, seit Let's Play mag ich meine Stimme und ich bekomme rauen Hals, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja gut, egal, dann ich mache nach dieser Folge einen Cut. Habe ich halt nur 2 Folgen am Stück aufgenommen, dann bin ich wenigstens besser up to date. Nee, ich mag mich selber nicht so gern, von daher. Ja, wenn ich sage, ich habe Fans, dann hört sich das so an, wie wenn, ja, das hört sich zu positiv für mich an. Deswegen sagt Zuschauer, das hört sich nicht so positiv wie Fans an. Das ist so ein bisschen Schwachsinn, den ich manchmal habe. Dass ich meine Dinge immer ein bisschen runterspiele. Da werde ich immer wieder gerne geschimpft dafür. Aber gut, ich werde sowieso immer wieder geschimpft. Du darfst nicht so oft schwarz anziehen. Jetzt sei nicht so schlecht drauf. Jetzt, keine Ahnung. Laber nicht so viel. Nee, ich bin eigentlich schon lange nicht mehr geschimpft worden. Außer, dass ich mich immer wieder mal gerne schwarz anziehe. Meine Herren, ist denn das so schlimm, wenn man ein schwarzes Oberteil anhat?
Ich habe nur zwei Karotten. Das ist ja eine magere Ausbeute. Haben wir sonst noch irgendwo Samen? Boah, wir haben doch noch so viel Samen. So viel brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. Nehmen wir einfach mal alles mit. Dann können wir die zwei... Moment, wir müssen noch andere... Den haben wir noch. Kürbiskerne, die Kakaobohnen. Jetzt haben wir die mal da rein. Die möchte ich auch mal anpflanzen. Da muss man auch immer, glaube ich, einen Platz daneben freilassen, oder? Bei den Kürbissen, damit die wachsen. Oder wie war das? Jetzt geh auf, du Depper, die dir. Ja! Ich habe die ganze Folge voll gequatscht. Ja, ich brauche mal wieder Themen für Minecraft, weil ich komme sonst in meinen Schwachsinn rein. So, jetzt nehmen wir mal hier die zwei Karotten. Und hier die zwei Kartoffeln. Dann schauen wir mal, wir haben Kürbis und wir haben Melone. Ich glaube, mich halt zu erinnern, dass die immer einen Platz frei brauchen. Kann das sein? Ich meine schon. Machen wir es mal so. Das dürfte ja dann eigentlich aufgehen. Ich versuche es jetzt mal. Ich weiß es nicht. Das finden wir dann schon heraus. Ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich erzähle, wie da irgendeinen Schwachsinn baue. So, die Melonen. Machen wir auch so nach diesem Verfahren. Dazu ist natürlich jetzt mein Feld viel zu klein geworden. Mal wieder. Es geht nicht auf. Macht man hier hin. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil da müssen wir halt irgendwann dran bauen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt so ein ewig riesengroßes Feld zu machen. Das ist auch doof. So, fangen wir hier nochmal an. Ist ja nicht alles total... gleich auch schon. Ach ja, die Folge beziehe ich mal wieder. Habe ich aber auch kein Problem. Ihr hoffentlich auch nicht. Ansonsten einfach abschalten. Es kommt nichts mehr, außer dass ich hier jetzt ansehe. Passt. Ach, keine Ahnung. Mehr kommt dann heute jetzt nicht mehr in dieser Folge. Und vielleicht, dass ich ein bisschen überdreht bin, aber das kann auch mal passieren. Das mögt ihr ja angeblich an mir. Was ich aber ganz lustig finde, weil im wirklichen Leben bin ich nicht so. Rede ich nicht oft drüber, weil das vielleicht so Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt so wichtig sind für meine Zuschauer. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, also im wirklichen Leben bin ich nicht diese lustige Julia. Manchmal schon, ja. Wenn ich spinne, dann spinne ich doppelt. Wie habe ich immer so schön gesagt, dann habe ich meine spinnernden 5 Minuten 4-mal in einer Viertelstunde. Was natürlich nicht geht, weil eine Viertelstunde hat nun mal nur 3 mal 5 Minuten. Aber das soll halt zeigen, wie stark ich dann manchmal spinne. Ja, ich weiß, ist nicht witzig, aber naja. So, jetzt mache ich aber noch ganz was Schlaues, damit ich mir dann anschließend wehtue. Wieso geht das nicht? Wenn die einmal abgeerntet sind, kann man die nicht mal hin... Doch. Man kann sie nicht direkt... Doch. Die mache ich jetzt hier hin. Achso, da muss mindestens einer weg sein. Mhm. Die mache ich jetzt hier hin. So als kleiner Zombieschutz. Und damit ich mir wehtun kann. Ist toll. Gefällt mir. Kann ich mir wehtun. Super. Es wird Nacht. Oh nein, es wird Nacht. Komm. Ja. Au. Yeah. Das ist super. Das ist super. Das habe ich ganz toll gemacht. Nur für mich. So. Jetzt gehen wir noch ins Bett. Machen wir hier dazu. Ja, rein da. Kritzi fünfmal. Jetzt, ne? Hoffen wir mal, dass mir nichts spawnt. Ich habe immer noch Dorfbewohner. Ich glaube es ja nicht. Müssen wir gleich mal gucken gehen. Nee, die werden wir in der nächsten Folge zählen, wie viele wir überhaupt noch haben. So, jetzt gehen wir ins Bett. Wir haben auf alle Fälle noch Dorfbewohner. Das ist gut. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich sage jetzt auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat oder irgendwelche Wünsche, Anregungen da sind, ich freue mich immer wieder über Kommentare. Auch die Leute, die vielleicht schon öfter zugeschaut haben und noch nie kommentiert haben, ich freue mich immer ganz, ganz tierisch. Wenn es nur ein hat mir gefallen oder sonst noch was ist oder vielleicht auch ein Daumen hoch, würde mich wirklich freuen. Ja, ich bin nicht der Mensch, der darauf hinweist, dass ihr kommentieren könntet oder Daumen hoch macht. Das wird jetzt auch nicht in jeder Folge kommen. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Aber im Grunde muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz stolz auf meine Community, denn ich habe in den vergangenen Monaten ja so einen Fortschritt gemacht. Ich bekomme so viele Kommentare und ach, ich finde es toll. Ich mag euch einfach. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!